Da war ich noch ganz klein und die Außerirdischen haben mich entführt. Direkt aus der Sandkiste raus. Ich weiß noch, mir ist das gar nicht merkwürdig vorkommen. Als Kind rechnest du nur damit, dass sowas ständig passiert, nur nicht dir selbst, weil deine Eltern in einer wahnsinnig faden Gegend Haus gebaut haben. Und peinlich war es mir ein bisschen, das kann ich mir erinnern, weil man muss sich vorstellen, oben im Raumschiff war alles Chrom und Nieroster und ich habe den Gatschkugelhupf noch mitgehabt und habe da alles angrenzt. Aber es war kein Problem, die Außerirdischen waren total nette Außerirdische, die haben das dann wegputzt, fortbeamt oder was. Und haben sich irrsinnig um mich gekümmert. Also haben mir alles gegeben, was da als Kind wünscht. Das hat Coca-Cola, Pepsi-Cola, Afri-Cola, Fanta Sprite, Soletti, Prinzenrolle-Keks, Bessie-Hefteln. Genau, und dann haben sie gesagt, sie amputieren mir jetzt mein Hirn. So war das. Und ich brauche aber keine Angst mehr, es tut nicht weh. Und ich lebe dann auch weiter. Also jetzt nicht ohne Hirn, aber halt ohne mich. Also es war so, da war so ein großes Rex-Glasl, ja, mit einer Nährflüssigkeit, so ein Einsiedeglasl und da haben sie gesagt, da kommt das Hirn rein und obendrauf kann ich mich genau noch erinnern, waren so Plastikschleicheln auf dem Glasl und aus diesen Plastikschleicheln ist so eine ganz zache, farbige Flüssigkeit runtergetropft und die haben mir gesagt, mit diesen Plastikschleicheln tropfen sie mir dann die Welt aufs Hirn. Direkt. Also alle äußeren Sinneseindrücke tropfen es direkt aufs Hirn drauf und für mich ändert sich gar nichts. Es geht weiter mit Hund, Eltern, Schule, Ferien, Sendung mit der Maus bleibt. Ja? Nur geht es halt nicht direkt jetzt auf der Erde weiter, sondern im Rex-Glasl. Ne? Und auf der Erde bin ich dann halt vermisst. Ne? Und ja, da weinen sich dann alle total die Augen aus dem Kopf von mich und bereuen es nicht, dass nicht rechtzeitig netter waren zu mir und so. Ja, man geht auch, es geht okay damit, also damit kann ich leben. Ja, und dann haben sie mich nochmal beruhigt. Ja, sie haben gesagt, also das Hirn amputieren tut nicht nur nicht weh, genau, sondern ich merke das gar nicht. Weil das Erste, was sie mir aufs amputierte Hirn drauftropfen, ist die Erinnerung daran, dass wir das Hirn gar nicht amputiert haben. Sondern dass sie es anders überlegt haben und mich wieder zurückgebracht haben. Und dann sind sie einmal total hektisch geworden und haben gesagt, wir haben uns anders überlegt und haben mir die Tentakel nochmal gegeben und plötzlich hat es gegeben so einen kurzen, farbigen Lichtblitz. Und auf einmal war ich wieder genau vor der Wohnungstür meiner Eltern. Immer noch voller Sand. So war das.